So, hallo und herzlich willkommen. Hier geht es jetzt genau jetzt los. Im Spiel gegen SV Böblingen, Testspiel, Landesligist ist heute zu Gast gegen einen Verbandsligisten. Und da wurde es schon in der ersten Minute direkt brisant. Genau, also es tut mir leid, ich habe es vorhin die ganze Zeit getestet mit YouTube. Es ging. Und natürlich, wenn es drauf ankommt, geht es natürlich nicht. Deswegen bin ich hier jetzt wieder auf Instagram live. Ja. Sorry. Ich versuche es in der zweiten Halbzeit nochmal. Und dann werde ich hier diesen Link teilen. Aber ja, wenn einmal der Wurm drin ist. So. Ich versuche mal hier ein bisschen weiter. Ich komme ein bisschen näher. Weil da diese eine Kabine zu sehen ist. Ist ein bisschen nervig. Heute ist ein bisschen der Wurm drin. Man sieht, schon rutschig, schon erste Probleme im Platz. Flanke von Siriani in die Mitte auf Cardinale, der aber verfehlt. Der Ball ist noch heiß. Jetzt allerdings dann gelöscht von Böbling. Schwacher Abschlag von Marko Gavrić. Heute Marko Gavrić im Tor. Ronny Berisha fehlt, da er sich frisch geimpft hat und heute pausieren muss. Genau. Jetzt wieder über außen. Ja, das ist halt hier ein bisschen doof mit unseren Spielerkabinen. Aber auch in diesem Fall ist es der beste Platz, den wir haben können. Vielleicht versuche ich in der zweiten Halbzeit ein bisschen näher ranzugehen auf die Tartanbahn. Es tut mir leid, heute war alles ein bisschen knapper von der Zeit geplant. Genau, ansonsten, wer hier jetzt alles zusieht, hallo und herzlich willkommen. Das ist unser, wie viel das Testspiel? Ich glaube, fünftes Testspiel. Genau. Am 19.02. geht's los. Mit der Verbandsliga auswärts gegen Nemanja Gmünd. Und ja, wie vorhin schon gesagt, wir testen heute gegen SV Böblingen, einen Landesligisten. Und ein ehemaliger Spieler von uns spielt auch hier mit, nämlich Şkent Miftari, der hoffentlich heute nicht so viele Gelegenheiten bekommen wird, ein Tor zu schießen. Genau, ansonsten, wie sind wir aufgestellt? Linker Verteidiger Marcel Bahm, rechter Verteidiger Andrej Siriani, in der Innenverteidigung Josip Pranić und Gendon Bukay. Wir spielen mit einer Viererkette. Dann haben wir nur einen Sechser heute, nämlich Valon Dodai. Vor Valon Dodai sind dann vier weitere Spieler, links Poppe, auf der 10 Ugi Çapar und Dani Juric. In diesem Sinne auch herzlich willkommen an Ugi Çapar als Neuzugang in der Winterpause. Ein alter Bekannter, wir freuen uns sehr, dass er zurück ist. War zuletzt bei Stuttgart Ost, ist Familienvater geworden und hat sich ein bisschen fußballerisch, wollte es ein bisschen gemütlicher angehen,
hat dann aber gemerkt, dass es doch nicht so seins ist. Und jetzt ist er wieder zum Verbandsligisten Calcio gekommen. Genau. Also, wie gesagt, auf vor Valon haben wir innen Ugi und Juric und außen links Poppe und rechts Schick und vorne im Sturm Daniele Cardinale. Ansonsten sind wir heute sehr dünn besetzt. Es müsste die 9. Minute ungefähr sein. Ich habe nicht genau auf die Uhr geschaut. Ich glaube, wir haben aber nicht ganz pünktlich angefangen. Genau. Es könnte also sein, dass es tatsächlich erst die 6. Minute ist. Wie Sanga schreibt, genau. Unser Spieler Sanga Aziz liegt zu Hause krank im Bett. An dieser Stelle gute Besserung. Erste Aktion. Und 1:0 Daniele Cardinale. Und den Ball klasse erobert da. Ja, die Mama vom André schaut auch wieder zu. Liebe Grüße auch an dieser Stelle. Danke fürs Einschalten an alle. So, heutige Vorgabe vom Trainer hochpressen. Schauen wir mal, wie sie es umsetzen. Genau, ansonsten, was kann ich noch erzählen? Ja, wir haben heute einen sehr dünnen Kader. Wir haben heute nur 2 Spieler auf der Bank. Einer davon ist auch, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, Hamza Zilkic von der zweiten Mannschaft. Es steht 1:0, Paco. Hi, liebe Grüße auch an dich. Tor in der 6. Minute, Daniele Cardinale. Ich schätze mal so 6., 7., 8. Minute, irgendwie so. Gut, den Ball erobert da von Dodai. Kommt vielleicht ein bisschen näher ran. So, jetzt geht's mal über außen, über André. Ja, danke für die Grüße. Ha ja, Paco, wir hoffen, dass er auf jeden Fall noch mehrere Tore in der Rückrunde schießt dann. Testspiele schön und gut, aber in der Rückrunde zählt es dann. Genau, jetzt Ecke für Calcio. Wie gesagt, hier sieht man es leider echt nicht so gut mit dieser Scheißkabine. Entschuldigung für diesen Ausdruck. Deswegen konzentriere ich mich jetzt hier auch nur aufs Tor. Und nochmal eine Ecke. Und wieder zur Ecke geklärt. So. Ich versuche jetzt mal was ganz Verrücktes, während die auf die andere Seite laufen. Gehe ich auf die Tatanmann. Sorry.
glaube, hier ist es doch besser. Hier hat man halt keine Höhe, aber vom von der Sicht her ist es besser. TSV Essing schaut zu. Andre, schieb, 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 Dani, schieb! Sehr gut, Judith! Gehen dann hier hin. Daniel Haug schaut auch zu, hat gegen Freiberg mitkommentiert. Hi, liebe Grüße auch an dich. So. Schauen wir mal nachher. In einer ruhigen Minute versuche ich mich noch ein bisschen besser zu positionieren. Schade, schade, schade. So. Bisschen mehr nach hinten. Oh, starker Ball, ja. Aber ohne Foul! Gut abgeblockt da vom Böblinger. Das, was man da im Hintergrund gehört hat, das war der Trainer vom SV Böbling. Nicht ganz zufrieden mit der Umsetzung. Weiter, Scotty, weiter, komm! Scotty, bist du bei Lando? Komm her, da, komm! Andri, raus! Andri, raus! Komm! Komm, Andri, komm, Andri! Halt ihn, halt ihn, klatsch und geh! Ziel an! Janne, bleib drauf, aber hey! Janne! Der dreht sich da! Sehr gut, André, sehr gut! Juri, schieb vor, du hast keinen Gegenspieler! So. Schau! Schöne Ballverlagerung. Poppe, 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 hier einfach Chip Pimoli, der geht läuft durch. Ha? Gleich erster, nee, nee, Siri, Siri, gleich chippen, der läuft durch. Quello che hai detto lo stanno facendo. Daniel bleib, Daniel bleib! Daniel steht, Daniel steht! Ja, Daniel steht! Ja, Ronny, gute Frage. Zum Top-Transfer Ugi. Also, erste paar Worte ist, dass man Ugi mit einem geschreibt. Nein, aber ansonsten ein sehr kreativer Spieler, der immer ganz schlitzohrige Ideen hat im Angriff. Und ansonsten, ja, sehr erfahren, sehr intelligenter Spieler auf jeden Fall. Und sehr trickreich, genau. So viel mal dazu. Jetzt geht's da an der
sehr gut, Blau, sehr gut. Alles ist drin. Eine vor! Trikot, Schuhe. Der bleibt kurz. Jetzt mal über links. Also was mir da der Trainer gerade auf Italienisch gesagt hat, war, ah, die spielen ganz gut, die setzen es ganz gut um. Das wäre jetzt auch so mein erster Eindruck in den ersten 15 Minuten. Wir führen hier 1-0 Tor durch Daniele Cardinale. Jetzt kann es mal schnell gehen für Böbling. Aber schade, dass der Trainer da davor war, aber das war eine super Grätsche. Noch ist der Ball heiß, aber kommt nicht durch. Ecke. Ecke oder Einwurf? Ecke. Schauen wir mal. Şkemp Mihtari tritt die Ecke. Wie gesagt, alter Bekannter. Aber geklärt. Poppe, schieb raus, Poppe, raus! Ah, noch ist Böbling am Ball. Und baut jetzt von hinten wieder sauber auf. Gendon, Branja, bam, vor, komm! Und Druck, 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 Druck! Stoppfehler von der Nummer 26 von Böbling und Einwurf für Calcio. Ja, liebe Grüße auch an Joppi Bijeskovic, der hier zuschaut. Ja, schön gelöst. 1-0 für Calcio steht hier. Tor in der ca. 7. Minute durch Daniele Cardinale. Ja, dann liebe Grüße an den Michael von der Ergo. Einer unserer Unterstützer schreibt, unser Trainer Mario Marinovic, der heute leider auch aus beruflichen Gründen nicht dabei sein kann. Liebe Grüße, viel Spaß beim Arbeiten. Und jetzt sehe ich gerade, dass SVB-Mannschaft auch zuschaut, also Böblingen. Nochmal, ich habe versucht, das heute den ganzen Tag getestet mit YouTube, es ging und natürlich jetzt, wo es dann gehen sollte, wo wir dann auch wirklich live gehen wollten, funktioniert es natürlich nicht. Warum auch immer, ich konnte es nicht so schnell herausfinden. Ich versuche es nochmal in der zweiten Halbzeit, dann würde ich wenigstens für die zweite Halbzeit einen Link teilen. So, und jetzt Seitenwechsel, aber... Komm her da, Koske! Ja, sehr schön erobert.
von Viktor Schick. Und jetzt schöner Ball über außen, aber sehr gut, Zeit! Wieder Ball erobert, Dani Juric auf Andrej Sirianni und gut gearbeitet von Valanda, den Fehler von Gendon wieder gut gemacht. Gendon, komm, Gendon! Komm vorbei, sehr gut! Hi, servus! Heute nicht, ne, dürfen wir nicht bei Freundschaft spielen. Das geht aber, ja. Sehr gut mit dem Handy. Ja, man sieht es ganz gut, ja. Hä? Mhm. Das sollen die mal ihr Spiel mal sehen, dann musst du dir zeigen, wie das funktioniert. Gut, kann ich machen, gleichfalls, danke. Adri! Siri du! Es geht dann doch relativ langsam von Böblingen. Relativ durchschaubar, sodass André da eigentlich relativ einfach die Situation auch klären kann. So, liebe Grüße auch an Eddie, der hier jetzt eingeschalten hat. Eddie Skills. Ich kann jedem, der hier zuschaut, nur empfehlen, mal auf sein Profil zu gucken. Und sich die Tricks mal von ihm reinzuziehen. Schipo! So, wo ist jetzt der Ball? Da. Gut, Fabi! Komm! Hey! Ja, und das war ganz klar nicht mehr. Foul von Gendon Bukay, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, Valon Dodai. So, und die Möglichkeit zum Ausgleich hier. Natürlich tritt diesen Elfmeter Şkent Muştari. Und der ist drin. 1-1. 1-1, jetzt haben wir hier 19:56, es wurde nicht pünktlich angepfiffen, das heißt, es müsste so die 25. Minute sein, ungefähr. Ne, unten links leider, Sanga. Ja, nichts zu machen für Marco da im Tor. Mädern, links, Mädern! Genau! Schneller Kontakte! So. 1:1 steht es derzeit. 1-0 durch Daniele Cardinale in der 7. Minute etwa. Habe ich jetzt einfach so entschieden und gerade eben der Ausgleich, 25. Minute etwa, durch Şkent Muştari in Elfmeter. Wenn er schiebt zu! Peric Renato. Greetings zu Renato. Jetzt läuft da der Spieler genau zum Einwurf. Ja, also, das kann man jetzt so sagen, so nach knapp 20 Minuten. Calcio hat das ja eigentlich im Griff. Macht das ganz gut, aber ja. Im Strafraum, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen, was es für ein Foul war. Der Trainer war ein bisschen vor in meiner Sicht oder in meinem Sichtfeld. Und ja, das zeigt aber auch wieder, dass man da eigentlich nie abschalten darf, sondern immer die Konzentration hochhalten muss.
Und dann wäre es vielleicht auch gar nicht so weit gekommen. Schöne Annahme. Schöne Flanke, aber Torwart ist schwach und macht mit. Schade, der liegt doch fast dran gewesen. Aber kommt noch hinter den Ball. Nimmt das Tempo bei Pöbling raus. Guter Ball auf Cardinale, aber gut auch aufgepasst vom Verteidiger. Ordentlich mit nach hinten gearbeitet und jetzt muss der Ball über außen kommen, genau, scharfer Ball nach innen und Abwehrspieler ist da. Guter Ball, André, guter Ball! Steht hier 1-0 Calcio durch Daniele Cardinale in der 7. Minute etwa und dann 1-1 Ausgleich durch Shkemp Miftari, Elfmeter für Böbling, genau.
So. Also, jetzt gab es mal so eine kurze Phase, wo wir Böblingen mehr machen lassen haben. Aber langsam sieht es wieder danach aus, als würden wir das wieder kontrollieren. Genau. Haben mal Böblingen ein paar Minuten gewährt, sozusagen. Ja. Hier steht es 1-1. Ballverlust nach eigenem Einwurf, aber jetzt haben wir ihn wieder. Schneller, schneller! Und raus! Raus! Hat hinter dir! Ja, der steht! Kato, hinter Ball, Kato! Genommen, hat sechs angespielt. Der Stürmer war weg. Ein Pass. Schneller hinterm Ball! Zwei! Zwei Männer, komm! Eine gute Aktion. Oh, war ein starkes Tor von Skemp Miftari. 1-2. Ja, muss man zugestehen, schönes Tor. Wenn er weitermachen! Schlecht verteidigt. Darf man die Flanke nicht so leicht schlagen lassen. So, auch der SV Böblingen ist heute hier mit 4 A-Jugendspielern, habe ich vorhin erfahren. Beim Warmmachen. Wir haben ein bisschen mit dem Trainer vom SV Böblingen geplaudert. Hier steht es 1-2 für Böblingen. Genau. Schönes Tor vom Skemp Miftari jetzt gerade. War nicht so lange her. Haben das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben. Ja, und Böblingen war eigentlich zweimal vorm Tor und macht dann halt 2 Tore, sozusagen. Und komm, Gendon, komm! Gendon steht, Gendon steht! Und bleib hier, bleib hier! Spieler! Schön durchgesetzt von Juric und einen Freistoß rausgeholt. Ups, ja.
Schauen wir mal, wie nah ich ran kann. Überzahl, Pappe, auf! So, schnell ausgeführt. Über außen. Und wieder gelöscht. So. So, Poppe am Ball da, Juric, und jetzt geht's hinten rum wieder. Ein. Und abseits. So, Entschuldigung. Aussehen! Komm her da! Ja, wo ist die Nummer 7 von Calcio? Die liegt krank im Bett. Oh. Okay, weiter, okay. Schade. Der Abschluss, mal aus der zweiten Reihe. Dean, komm, Dean, komm! Aber heute fehlen einige von Calcio tatsächlich. Ein Felix Gerber fehlt, ein Volkan Candan, ein Diamant Avdiu, Armin Cilic, ein Victor Ribeiro fehlt. Genau, ein Ronny Berisha fehlt, ein Sanga Aziz. Weiter, Fabi, Fabi, weiter! Also, mit zwei Kontakte, bitte! Kader ist eh schon dünn von Calcio und dann fehlen auch noch so viele. Aber das soll keine Ausrede sein. Weil die zwei Gegentore, die hätten nicht sein müssen. Wir haben das Spiel eigentlich lange Zeit kontrolliert, haben hier den meisten Ballbesitz, die am meisten Feldanteile und einfach durchlaufen, kein Problem. So, und jetzt mal eine Ecke wieder für Calcio. Schlägt Ugi, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, Quatsch. Poppe, ne, schick. Und Ausgleich. Eigentor, oder? Ja, Eigentor. So, 2-2. Und 2-3. Ging dann auch wieder relativ einfach. Ich habe auch nur die Hälfte gesehen, weil du davor standst, aber auf jeden Fall hat er aus der zweiten relativ einfach schießen können und unbedrängt. Ja. Also ja, für uns, vielleicht hat man es ein bisschen gehört im Hintergrund, unnötiger Ballverlust wieder. Wir schätzen, es war Valon Dodai. Ja, einen Ball vertändelt und dann hat ein Skemp Mkhitaryan einfach
relativ viel Platz da, um aus der zweiten Reihe abzuschließen und ja, drin das Ding. 2-3 für Böbling. So, jetzt. Kinder, macht breit und komm! Kontaktspiel! Guter Ball auf Schick, aber er kann ihn nicht gut genug kontrollieren. Wieder am Ball durch und 2-4. Echt? Ja, das geht halt einfach viel zu einfach. So, Halbzeit.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns in 15 Minuten entweder nochmal. Ja, 2-4 zur Halbzeit. Vielleicht sollte man Schemp mal enger denken, ja, oder einfach nicht so einfach den Ball verlieren in der Rückwärtsbewegung oder allgemein auch mal ein bisschen konzentrierter verteidigen. Das geht einfach zu leicht. Gut, wir wollten hier offensiv agieren, haben das auch eine Zeit lang gut gemacht. So 25 Minuten hat man eigentlich da die komplette Kontrolle und ja, aber Böblingen ist halt, wenn sie vorm Tor sind, haben sie halt einen Schemp Mkhitary, der nicht schlecht ist und die Abschlüsse waren schon auch sehr gut, das muss man schon auch sagen, aber ja, wie gesagt, die Tore dürfen so im Leben nie fallen, weil es einfach zu leicht passiert. So, in dem Fall bis in 15 Minuten und so, weiter geht's gleich, zumindest mit der zweiten Halbzeit. Hier steht 2-4 für den SV Böblingen. Ja. Bittere Pille, auf jeden Fall. Aber mal schauen, wie jetzt die Mannschaft das in der zweiten Halbzeit verarbeitet. Piro, hast dich angemeldet? Ja. So, weiter geht's. Weiter hochfahren, gleich, komm! Oh! Quale. Ah! Veramente, cosa gli hai detto nella. So, Enzo! So, jetzt mal so rechts. Ecke, oder? Ja, Ecke. So, wir haben mittlerweile gewechselt. Davide Estasi ist auf dem Platz. Genau. Also, so wie ich das sehe, ist jetzt Davide auf dem Platz. Davide Estasi mit der Nummer 26. Raus ist dafür Valon Dodai. Oder? Sehe ich das richtig? Ja, sieht alles danach aus. Moment, jetzt geht's schnell über Juric. Komm. Ja, hier steht 4-2 oder 2-4 besser gesagt für den SV Böblingen. Hey,
Komm, Schkem, komm, Schkem! Ranja, hier, klar! Dann hör durch! Wieder eine Ecke für Calcio. Vier, zwei, steht's. Da kann ich jetzt leider nicht viel machen. Sehr gut, Marcel, sehr gut. So, jetzt gehen sie. Ecke für Böbling. Jo, wieder Ecke. Noch heiß. Und 2-5. Und wer war es diesmal? Wenn er weiter, ey! 2-5. Krass. Fabi! Okay. Gut, Scott! Adi, lass dich lenken vom Teufel. Weiter, komm, abhaken, Gut! Ja! War gerade ein bisschen abgelenkt. Vom Schkemp tatsächlich. Ich habe ihm versucht, ein bisschen zuzuhören. Bei seinem, wie sagt man da? Dirty Talk mit dem Gegenspieler. Ich
Wieso bist du überhaupt noch mal draußen? Scharf. Und Ugi macht das 3:5. Gut durchgesetzt von Marcel Bahm da außen. Kann dann relativ scharf den Ball rein spielen. Der erste Pass geht daneben, aber Ugi ist dann auf dem zweiten Pfosten und schiebt ihn dann doch noch rein. Drei Calcio-Spieler, vier Calcio-Spieler. Adri, komm! Wieder Herrenfußball, komm! Scotty, komm, beiß nochmal rein! Scotty, komm nochmal, komm! Rechts und jetzt Schemp gegen Pranja. Schemp setzt sich durch, aber Ball geht ans Außennetz. Der Abschluss. Juri! Bruder, ich brauch deine Stutz. Hier, Dani! Du musst kommen! 19 war schon drin. Ich war schon drin. So. So. So, da darf Wallon noch mal rein. Also wie gesagt, wir sind heute sehr dünn besetzt. Das haben wir mit dem der Gastmannschaft so abgemacht, mit den Ein- und Auswechseln. Ja, und Saluto. Hm.
Ah ja. Das ist gut. Andiamo ragazzi. Ja, das sage ich auch schon die ganze Zeit. Wir liegen hier allerdings leider 3-5 hinten. Also, heute funktioniert gar nichts. Heute steht das Stativ nicht fest. Technik will nicht. So. Jetzt mal. So, richtig. Und Ballverlust. Remo, Max! Remo, Max! Wenn der kommt, bleibst du! Jetzt links, 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 links! Hinter mal, hinter mal! Zwei, zwei! Komm, Adi, halte! Kommt, kommt, kommt! So, da ackert der Baum da schön mit nach hinten. Fabi, Scott, komm! Janne! Janne, rechts! Halt, 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 halt! Ja, die anderen. Hey, müsste offen sein. Ja, auslaufen kannst du. Auslaufen kannst du. Das ist gerade Junge. Bist platt? Komm, Janne, komm, Janne! Zeig, zeig, zeig! Und da stehen! Gut, Adri, gut, Junge! Adri, wieder raus, komm, wieder raus! Zentrum! Sechser! Schade. Schöne Aktion, ne? Aber ist noch heiß. Genau. Versucht da durchzustecken, aber leider dann nicht zum Abschluss gekommen. So. Gut da! 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 Gut da
Komm drauf! Bleib drauf! Ja! 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 Alle! Oh, so kannst du aber nicht anspielen, Tag. Taifun! Taifun, so nicht aber! So nicht den Ball zurück! Wenn er dran! Komm, Adri! Ja! Ja! Weiter, Adri, komm, Adri! Adri, komm! Tempo, David, Tempo, Tempo, Tempo! Gut! Gut! Weiter, dann ist passiert, weiter, komm hier! Komm! Gut, Max! Gut so, weiter! So. Gut, Taifun, Junge, gut so! Patrick, komm, weiter! Taifun, gut, Junge! Gut! Gut, fertig! Gut, dann noch geholt. Raus ein Stück! Geht durch, geht durch! Der Ballon, hol ihn hier, Ballon! Wir sind zu weit auseinander, Stück! So, Leute, hier steht es 3 zu 5 für Böblingen, ja. Ja, also, wir haben hier, wie gesagt, sehr viel Ballbesitz.
drücken dann schon auch gut nach vorne, aber dann oft nichts wirklich, ja, wie sagt man da, entweder das fehlt der letzte Pass oder es fehlt dann der Abschluss. Also richtig gefährlich wird es dann am Ende dann doch nicht mehr. Was wir jetzt besser machen, ist, dass wir die Gegentore nicht mehr so einfach zulassen. Ja, also das war ja vorhin wirklich sehr, sehr einfach, wie es passiert ist. Und das läuft jetzt in der zweiten Halbzeit doch wieder ein bisschen besser. Genau. Ansonsten, was kann ich noch sagen? Mittlerweile auf dem Feld Davide Estasi. Ist eigentlich für Valon Dodai reingekommen, aber wir haben heute mit dem Gast abgemacht, dass wir ein- und auswechseln dürfen, weil wir einen sehr dünnen Kader haben. Deswegen ist dann Valon Dodai wieder eingewechselt worden für Dani Juric. Und wer jetzt hier auch bereitsteht zum Einwechseln, ist Hamza Zilkic, hoffe ich spreche es richtig aus. Genau, der uns heute hier aushilft. Gerne, dran! So, Einwurf, schauen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass es keinen Konter gibt. So. Ja gut, natürlich fehlen bei uns einige, das stimmt. Aber das darf eigentlich keine Ausrede sein. Also wie gesagt, hier spielt eigentlich ein Verbandsligist gegen einen Landesligist. Das sieht man heute überhaupt nicht. Also. Ja, und eigentlich. Ja, wir spielen auch in einem anderen System heute, mit einem 4-1-4-1. Normalerweise spielen wir immer mit einer Fünferkette hinten, beziehungsweise Dreierkette. Oder mit einem 4-3-3. Aber das sind eigentlich alles keine Ausreden oder nicht die Gründe. Die Gründe für die Gegentore ist einfach schlichtweg der, dass wir es zu leicht zulassen, zu schlecht verteidigt haben, zu viel Platz dem Stürmer gelassen haben. Wie gesagt, wir kennen Skemp Mikhtari, der hier heute 4 Tore geschossen hat und übrigens jetzt auch am Ball ist. Der hat ja mal bei uns gespielt. So, wir kennen ihn, wir wissen seine Qualitäten. Oder wir kennen seine Qualitäten. Und dann ist mir halt einfach ein bisschen schleierhaft, wie man ihm so viel Platz lassen kann. Ja, aber. Gut. Gut, Junge, gut! Ja, warum spielt Neymar nicht? Ist die Frage, wer mit Neymar gemeint ist. Also bei uns verdient keiner 70 Euro die Minute. Aber falls Sanga gemeint ist, der liegt krank im Bett. Genau. Wo ist denn jetzt der Ball? Ach, da. Wobei ich glaube, Neymar verdient mittlerweile mehr als 70 Euro die Minute. Ich habe das mal vor zwei, drei Jahren oder so war das. Das war zu seinem Wechsel zu Barca genau eigentlich noch. Ja, jetzt spielt er ja bei PSG, da verdient er deutlich mehr. Also 70 Euro die Minute reicht da nicht mehr. Drei zu fünf für Böbling steht's hier. Durch. So, jetzt geht's mal bei Böbling über links. Komm!
Aber beweg dich auch. Hier ist kalt, hey. Hier ist kalt. Und schwitsch dich mal. So, wir warten hier noch einen kurzen Moment. So, jetzt ist der besagte Hamza, wie gesagt, auch auf dem Feld. Also, genau, das 1-0 Daniele Cardinale, ist 2-0, 2-0, sage ich, das 3-2 oder 2-3 war ein Eigentor und das 5-3 war jetzt Ugi. Genau. Tempo vorwärts, Tempo! Gut, Edo, gut! Keine Bewegung! Jetzt hoffen wir mal, dass es. Und in die Bahn! Immer alles noch heiß. Immer noch heiß. Guck mal! So, mal wieder ein Abschluss von Karlsruhe immerhin. So, Offensivfoul. Oh. Mo di jamme, sei l'allenatore. Ja, eigentlich nicht, però also jetzt mo monolo potenza guarda chi sta nel campo. Eh sì, però guarda che i giocatori sono sempre gli stessi, eh. Felix, dai, komm! Quello c'aveva troppo spazio. Felix! Ja. Ja, und dann halt in der Vorwärtsbewegung die Bälle halt zu verlieren, ist halt immer der Tod. So, ich nehme jetzt hier den Ball. Schöner Chipball von Marcel auf Estasi. Dia schaut zu. Ja, liebe Dia, hallo und herzlich willkommen auch an dich. Schön, dass du dabei bist. Heute nicht dabei, weil verletzt, gell? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Hoffen wir mal, dass du bis spätestens 19.02. bis zum 19.02. wieder fit bist. Da geht nämlich bei uns die Rückrunde wieder los gegen Normannia Gmünd. So. Jetzt!
Thiago. Reingabe. Und jetzt 5 zu 4. Poppe, oder? Fra. Franci. So. War's Poppe, oder? So, 4 zu 5 hier jetzt. Popescu. Heiland, was ist denn heute mit diesem Stativ? Und deine Hand, deine, vorne! Kann jetzt leider nichts machen. Ah, der war nicht drin. Ich kann ja nicht reingehen. Abseits. Hey, Müller, komm! Janne! Hey, Janne! Ich bin da die Bälle dran! Ja, ja, ja. Vierfache Torschütze. Schkem 7, sagt er. Ja, wie gesagt, alter Bekannter von uns. Gut befreundet mit vielen Spielern von unserer Mannschaft. Und der hat heute viel zu lachen auf jeden Fall, der Scamp, mit seinen 4 Toren. Hat sich erstmal zu uns auf die Bank gehockt. Also heute weiß ich nicht. Der Ball will jetzt aber auch einfach nicht reingehen. Ja, also hier steht es 4 zu 5 für Böblingen. 4 Tore, Scamp Mihtari. Bei Calcio hat Daniele Cardinale, Popescu und Ugo Chapa getroffen und das vierte war ein Eigentor. Ja. So. Also irgendwann muss dieser Ball ja auch endlich mal reingehen wieder. So, das war jetzt aber eine Abseitssituation. Und jetzt versucht Böblingen da schnell zu spielen. Gut, fertig! Komm, Adi! Oh, den hat er schön ausgespielt. Aber dann hilft ihm da ein anderer Verteidiger von Böblingen. Zeit! Gut, Max! Zeit!
Komm, geh, geh, geh! Gut gespielt! Mach mit, Piro! Hey! So, da stelle ich mir halt wieder die Frage, wieso kommt er da so einfach durch? Gespielt! Komm, So, da hat Ugi aufgepasst und er holt sich dann da den Ball über außen. Allerdings gab es dann einen Fehlpass. Und jetzt ist Böbling wieder am Ball. Also. Komm, Adri, komm, König nochmal, König nochmal. In die Box. A quello normale te lo devi prendere la squadra dove stai tu, no questa, a chi? A quello. Un 24 nostro. Weiß. 20 anni. Der war doch schon bei uns, no. Im Gespräch, doch. Ah, sì, weißt sì. Doch, ich hatte mir telefoniert. Oh, 20 anni. Ja, rinuncia la prossima settimana a Cruz Aspar la squadra. Echt? 20 anni. Was? Hey, weißt du, also, du kommst schon nach Sturm rein, musst du sagen. Guck mal, wo wir angekommen sind, wir sind wirklich nicht gekommen. Ich finde, das war schon ein Vollspieler. Spieler! Hey! Eine Hereingabe. Guter Ball! Und
auf den Tod geköpft. Lauf den Ball! Weiter, nachsetzen! Bam für mich heute Man of the Match auf jeden Fall. Also, zumindest was Culture-Seite angeht. Guter Ball um die Lade. Drauf! Ah, sorry, ey, mein Handy ist jetzt kaputt wegen dir. Komm. Ohne Faust! Sehr gut! Poppe, helfen! Ohne Faust, Poppe! Vorne! Gut, Max! Palaschau, komm! Letzte Minute, komm! So, ihr habt's gehört, letzte Spielminute. Zumindest laut dem Trainer der Böblinger. Wo ist denn jetzt der? So, das war eine Niederlage. Gut, danke fürs Zuschauen. Heute etwas weniger gesprochen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Hier ist es 4-5 ausgegangen und bis bald.